Hallo und herzlich willkommen zurück bei FTL. Wir sind im sechsten Sektor, muss das sein, genau, der von Piraten kontrolliert wird. Wir werden jetzt diesen Sektor durchqueren, natürlich, und die vier Nebel auch mitnehmen. Dann hätten wir schon mal 11 Nebel von 30, aber ich bezweifle, dass wir die 30 Nebel schaffen werden, um das Layout B freizuschalten, also Achievement Nummer 2 freizuschalten. Und hier in diesem Sonnensystem oder System finden wir nichts außer Fuel-Drohnen und Scrap und können uns jetzt eine weitere Powerbar leisten, um unsere Medbay auf Stufe 2 zu bringen. Und wir sehen hier, gibt's ein Asteroidenfeld mit gegnerischem Schiff. Ja, springen wir trotzdem ein. Es soll ja schließlich nicht heißen, wir wären feige. So. Es greift uns sofort an. Und ich habe nochmal nachgeguckt gerade eben. Das dritte Achievement wäre, von einem gegnerischen Schiff komplette Vision zu haben. So, jetzt, also ohne funktionierende Sensoren. Da habe ich vor, das mal irgendwie so zu probieren, dass wenn wir das gegnerische Schiff mit, also besiegt haben und auch Leute rübergebeamt haben, also in dem Fall wahrscheinlich nur Kirkner, dann will ich gucken, ob man dann nochmal, obwohl alle tot sind, hinterher beamen kann. Dann werde ich nämlich unsere beiden Slugs da hinterher beamen. Und dann sollte das bestimmt funktionieren. Ja, wir gucken einfach mal. Schicken Ionen und Breach-Bombe den auf die Schilde. Ja, das... Na doch, das kam noch genau mit der Dual-Laser-Geschichte durch. Dann machen wir hier auch noch mal ein bisschen Schaden im den Leuten in der Medbay. Gut, die heilen sich zwar direkt wieder. Aber na gut. So, jetzt versuchen die abzuhauen. Das finde ich ja jetzt mal gar nicht nett. Aua, wow. Ach, das ist so einer, der auch durch das ein oder andere weitere Schild kommt. Ja, dafür, dass er uns wehgetan hat. Keine Gnade. Sage ich euch. Und das Schiff wurde zerstört. So, hier im Asteroidenfeld wollte ich das jetzt nicht unbedingt ausprobieren. Denn da hätte das Schiff ja auch noch explodieren können, während unsere Leute da drauf gewesen wären. Deswegen geht's jetzt erstmal in den Nebel. Und hier finden wir ein stark zerstörtes, also angeschlagenes Föderationsschiff. Wir teleportieren die Leute, also die Lebenssignale, mithilfe unseres Teleporters an Bord. Wir setzen den Rest der Crew ab und einer macht bei uns mit. Nämlich der Trico, ein NG. Wo gehst du denn mal hin? Du gehst mal hier hin. Ach, und komm. Was soll der Geiz? Der Crystal wird jetzt einfach unser zweiter Kämpfer. Und, aber ich möchte auch unser Piloting-System auf Level 3 bringen, ja. Wenn wir das dann versuchen mit alle Räume und so, dass wir, selbst wenn wir dann uns zurückziehen, immerhin noch ein bisschen was an Ausweichchance haben. Und wo wir gerade auch schon mal dabei sind, auch noch unseren Antrieb um einen erhöhen. Jetzt haben wir generell 40%, wenn wir Cloaking anhauen,
erhöht das um 60%, also haben wir eine 100%ige Ausweichchance. Hier sehen wir einen Plasmasturm. Ja, oder Ionensturm. Deswegen gucken wir erstmal den hier unten nach. Da ist nämlich nichts, nur ein Schiff. Aber was denn für eins? Ein Rebel Fighter. Das nach uns sucht. Wir könnten uns cloaken und dran vorbeigehen. Aber ehrlich gesagt, drauf da. Breach Bombe und Iron Blast. Auf die Schilde. So, Kirkner wird jetzt hier helfen. So, das war nur ein normaler Laserschuss. Das geht ja noch vollkommen klar. Die Blaster-Serie auch. Da war die Rakete. Der weichen wir jetzt aus. Jetzt haben wir natürlich nur 90%, weil hier gerade gekämpft wird. Aber das sollte ja theoretisch geklappt haben. Ja, sehr schön. So, gut. Gut, 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 gut. Jetzt wird sich Kölkner erstmal heilen. Jetzt auf die Teleporterstation. Und Dual Laser wird jetzt ausgeschaltet. Und wir teleportieren uns. Wo teleportieren wir uns denn hin? Hier in die Waffensysteme. Schießen natürlich. Wo schießen wir denn drauf? Ja, wir geben der Krankenstation mal was ins Gesicht. Und schalten den jetzt aus. So. Gut, wie können wir das jetzt am besten hinbekommen? Wir nehmen einen Slug und den anderen lassen wir sich erstmal heilen. Weiterhin. So, wenn wir hier einen Slug hinstellen, sollten wir Vision hierüber haben. Wenn wir einen da hinstellen, hierüber. Natürlich keine Surrender und eigentlich wollte ich den Angriff doch ausstellen. So, ja, genau. So, immer weiter auf die Schilde. Gut. Ja, jetzt kommst du hier rüber. Und wir teleportieren die beiden hier rüber. Stellen einen hier hin. Stellen einen dahin. Und tada! Achievement unlocked. Und Slug Cruiser Type B freigeschaltet. So, und jetzt geht's zu viert auf den Männern. Oder auf die Männern. Entschuldigung, aber zu viert auf einen, das war jetzt aber nötig. Und damit haben wir Layout B für den Slug Cruiser freigeschaltet. Das ging ziemlich einfach, ziemlich easy. Ja, warum denn nicht? So, zurück teleportieren. Und zwar alle. So, wie war die Verteilung? Nee, du schon hier hin. Der Rest heilt sich einmal schnell. Walker übrigens auch. Ryan wieder zurück. An die Schilde und so, jetzt sollten ja alle wieder volles Leben haben. Ja, und wir haben auch überall alles voll. Und ja, dann gut. Bräuchten wir theoretisch nicht mehr durch alle Nebel hindurch. Aber ich denke, wir machen das trotzdem. Um einfach der Rebellenflotte ein bisschen länger, ja, zu entkommen. Und ja, scheinen
scheint eine Anzahl von kleinen Stationen in der Nähe zu sein. Und wir wurden geentert. So. Also wer wollte hier aufs Maul? So, ich glaube, das sollte kein großes Problem sein. In der Krankenstation zum Beispiel werden wir sowieso die ganze Zeit geheilt. Da hat oben nicht das Problem. Hier haben wir sowieso Köckner dabei und Liam hat auch mehr Health, also... So, ihr beide dann mal hier rein und macht den mal fertig, so. Ein leichtes. Und ihr beide auch wieder zurück auf Position, das ging schnell. Und jetzt auf in den Ionensturm. Okay. You jump. Wir springen direkt in einen Plasmasturm natürlich. Und hier sind viele kaputte Schiffe. Wahrscheinlich, weil wir unser Piloting-Level auf 3 haben, können wir unseren Pilot... Oder weil unser Pilot auf Level 2 ist, ich weiß es nicht. Vorsichtig die Trümmer durchsuchen. Und ja, wir finden eine benutzbare Drohne. Dingens halt. Also eine Defense-Drohne Mark 1. Ein bisschen Scrap natürlich auch. Und können direkt weiterspringen. Erstmal zu dieser Location, bevor wir zum Store springen. Einfach um noch mehr zu sammeln. Ein Asteroidenfeld finden wir hier. Ja, wir gucken mal durch. Und finden natürlich ein kaputtes Schiff und nehmen auch hier den Scrap mit. Und powern auch erstmal alles wieder hoch. So. Den könnten wir auch noch mitnehmen, das gegnerische Schiff hier. Machen wir auch. Je mehr Geld wir bei einem Store haben, desto besser. Aha, das passt mir doch irgendwie ganz gut. Also so, halbwegs halt. Es ist ein Sklavenhändler. Der sagt entweder, wir übergeben einen von unserer Crew, was wir natürlich niemals machen werden, oder wir machen die fertig. So, was jetzt mein Ziel ist, die Crew ausschalten, weil dann können wir logischerweise auch... ein paar Sklaven befreien. Das ist meine Intention hierbei. Rakete wurde abgeschossen. Wir cloaken uns. In irgendeiner Weise anzugreifen bringt uns noch nichts. So. Gut, wir sehen, die haben auch mindestens einen Menschen und einen Mantis dabei. Können wir jetzt auch nochmal mit dem Dual Laser hier drauf ballern. Und mal sehen, ob wir mit dem Anti-Bio-Beam alle drei treffen. Ein bisschen tiefer noch ansetzen, aber theoretisch sollten wir so alle treffen. Also gut, irgendwas haben wir auf alle Fälle getroffen. So. Ionen gehen weiterhin auf die Schilde. Breach-Rakete. Hauen wir dem jetzt mal ins Gesicht. Holt den Raketen. Schuss haben wir jetzt mal in Kauf genommen. So, sehr schön auch hier. Nichts mehr da. Da kommt übrigens eine Rakete, wie ich gerade bemerke. Angie kann reparieren. Und noch den Anti-Bio-Beam. Jetzt da gerade, wo
genau dann, als sich der Schild wieder auflädt, ne? Ach gut, habt ihr es nicht anders gewollt? Teleportieren wir dir da jetzt halt noch schnell unsere beiden Jungs hin. Gut, es scheint, als wären die Sklaven alle während des Kampfes gestorben. Keine Lebenssignale. Wir nehmen alles mit, was wir finden können. Teleportieren unsere beiden Jungs natürlich wieder zurück. Haben die irgendwelchen Schaden genommen? Ja, leimen ein bisschen. So, das war's doch. Wir haben 250 Scrap. Das sollte doch eine fette Ausbeute hoffentlich am Store geben. Und ich möchte erstmal ganz kurz gucken, wie viele Crewmember können wir denn überhaupt noch mitnehmen? Gar keinen. Und wir haben auch gar keinen Menschen dabei, fällt mir gerade mal so auf. Nee, nicht Schiff, Store, so. Was wollen wir denn jetzt überhaupt? Erstmal alles reparieren. Dann nehmen wir noch zwei Raketen mit. Nehmen wir noch drei davon mit. Und, warte mal, was haben wir? Defensivdrohne, ne? Die ist ja eigentlich nicht schlecht, deswegen... Wir haben das Geld. Was soll der Geiz? Kaufen wir uns eine... Drohnenkontrolle. Und brauchen dann noch... Was brauchen wir da noch? Zwei Powerbars. Ja. Was machen wir noch mit dem restlichen Geld? Eine Powerbar noch kaufen. Für was denn? Keine Ahnung. Können wir denn jetzt noch irgendwas im Store kaufen? Nee, nicht wirklich. Wir könnten unsere Reparaturdrohne verkaufen. Die ziehen wir aber einfach da rein. Hier mit den Waffen sieht das ganz gut aus, denn... besseren Laser habt ihr ja nicht, ne? Ja. Das war doch mal wieder ein erfolgreiches Shoppen. Und ich würde sagen, was wir damit dann alles anstellen, sehen wir beim nächsten Mal. Also Leute, ciao!